damit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder so einiges erlebt und haben quasi unsere Basis gefunden. Und jetzt sollen wir zu Fuß raus, was ich gar nicht gut finde. Wo ist meine Maus hin hier? Und kehre zu deinem Bike zurück, Drifter in den Bergen. Achso, dann können wir mit dem Bike dahin fahren. Oder wie? Oder wo? Oder wann? Oder was? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Können wir hier eigentlich irgendwas machen? Nö. Bolzen herstellen. Armbrustbolzen kannst du selbst herstellen. Für das Holz benötigst du Zedernsetzlinge und Schrott für die Spitze. Wieso habe ich jetzt Schrot gelesen? Kombiniere die beiden im Überlebensrad, indem du die Armbrustkategorie erweiterst und Bolzen herstellst. Okay. Das, wo ist denn jetzt die Armbrust? Hier. Herstellen können wir nicht. Haben wir noch nichts von? Okay. Gut. Eigentlich müssen wir uns rechts halten. Was zum Teufel? Usa, bist du wach? Erdig, was gibt's? Ich hab da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung, ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Moment. Da ist eine Leiche. Die könnte eventuell... die Zombies anziehen. Das wollte ich eigentlich gerade gesagt haben. Oh. Okay. Ich bin ein bisschen nah dran, oder? Fernglas und Markierung. Verwende das Fernglas mit B und ziele auf Gegner, um sie zu markieren. Das war ziemlich weit weg, das B hier. Wenn du Gegner markierst, kannst du ihre Bewegung leichter verfolgen. Verfolgte Menschen zeigen ihre Aufmerksamkeitsstufe an. Ah, okay. Das wäre natürlich gut. Also so wie bei Tomb Raider, so ähnlich. Irgendwas gefunden? Ich hatte recht. Die Drifter von letztens, die zwei auf dem Bike, die haben ein Versteck, die Straße hoch. Ja? Oh Mann. Ein ganz schön dickes Ding. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah ziemlich lediert aus. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Okay, wo positioniert ihr euch jetzt? Das habe ich Max. Oh, oh. Okay. Dann werde ich mal gucken. Was geht? Im Moment gibt's nichts. Aber ich glaube auch nicht, dass er mit mir geredet hat. Hey. Okay. Oh. Du brauchst das nicht mehr. Genau, du brauchst das nicht mehr. So. Schneller Waffenwechsel. 1, 2, 3 um deine Primär. Ah, okay. Gut zu wissen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. 6 Stück insgesamt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Die Frage ist. Ach, der war, glaube ich, gerade in Alarmbereitschaft. Kann das sein? Also, wenn der andere hinten stehen bleibt, wäre mir das ehrlich gesagt ganz lieb. Was war das? Das war nichts. Nur ein Kaninchen. Okay. So. Es ist nur noch die Frage, wie bewegen die anderen beiden sich?
Und ich glaube auch nicht, dass ich hier im Tarnmodus bin. Ich denke, dass der mich trotzdem sehen wird. Ach nee, okay, der geht nicht nach hier. Oder doch? Nein, da liegt keine Leiche. Geh woanders hin. So ist nett. Alles gut. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen übersehen. Was ist das? Oh, oh, oh. Okay. Ja, perfekt. Ha! Das war der letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Ja. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Die brauchen Rose, gar nichts mehr zu Ich habe ihr jetzt. Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Okay, was hat der denn alles Hübsches dabei? Haltbarkeit ist nicht so gut, aber der Schaden ist etwas höher. Lassen wir erstmal den Baseballschläger, würde ich sagen. Das Bike, jetzt ist die Maustaste schon wieder weg hier. Das Bike ist quasi hinter uns. Was ist das hier? Weiß auch keiner. Ach so, das ist unser Versteck. Okay. Kehre zu deinem Bike zurück, ja. Das ist hinter... Ach so, da steht's doch auch. Oh Gott. Ich bin wieder so clever heute. Ah, verdammte Freaker. Schwärmer sind lichtempfindlich, fressen hauptsächlich was wie wo? Ach, da hinten. Oh, da sind welche. Da ist auch was. Okay. Kann ich hier trotzdem das Auto mal eben öffnen? Ja, komm mal hin. Okay. Da hinten sind zwei. Ah, das liegt direkt vor mir. Das sind sogar drei. Schlechtes Wetter kann das Seh- und Hörvermögen des Gegners, glaube ich, beeinträchtigen. Oh, was ist das? Pilze. Wir haben gerade Pilze gefunden. Oh, verdammter Regen. Mal sind es die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Ja, das ist mal eine gute Frage, weil hier ist es nämlich im Moment auch dauernd am Regnen. Okay. Ach, wo zum Teufel bin ich? Ich das müsste bald da auch sein. Wow. Okay. Kann ich nicht rüber, aber auch nicht rauf, oder? Scheiße. Oh, okay. Gehen wir erstmal hier rein. Da war niemand.
Gott, brauchen wir schon viel Schuss. Der ist jetzt nicht alarmiert, immerhin. Okay. Ich höre hier immer noch was. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die das jetzt sind. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Naja. Ich habe ja doch gerade irgendwas gehört. Okay. Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Ja, wir sind gleich da. Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Ja, das ist richtig. Aber ich würde gerne noch mal kurz gucken. Da hinten können wir was am Auto machen. Das war aber eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Ich würde gerne noch mal kurz gucken, ob wir nicht irgendwas machen können. So. X drücken zum Heilen. Okay. Und das Bike ist weg. Oh je. Mein Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey! Du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bike nicht, Mann! Ehrlich! Muss ich den abknallen? Ich bring dich nicht um! Halt an, verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen! Ich weiß nicht! Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, verdammt! Okay, jetzt werde ich dich umbringen! Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein, Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Okay. Können wir denn auch so irgendwie verfolgen, ohne dass wir... Anscheinend nicht. Uhuhu. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht in die Arme laufen. Hat der mich jetzt gesehen oder nicht? Oje, oje, oje. Okay. Scheiße, wo ist der Typ hingelaufen? Irgendwo in die Richtung, ne? Okay. Komme ich da hoch? Oh, hier ist schon wieder was. Die Missionsgebiet wird verlassen. Hä? Da hinten ist schon wieder einer. Du hast mich doch gar nicht gesehen. Oh, fuck. Okay. Nein. Nein. Ich will nicht verlassen. Geh zurück. Oh, wo kommen die denn jetzt eigentlich her hier? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel. Ui. Da haben wir noch 4. Oh, da ist auch schon wieder einer. Ui, ui. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Dreh dich doch mal kurz um, dann könnte ich dich auch mal eben kurz erledigen. Ja, natürlich nicht, wenn der andere Typ jetzt von da hinten kommt.
Oh, fuck. Nein, nicht schleichen, du sollst laufen. Idiot. Oh, lauf, lauf, lauf. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack, wenn ich hier gerade weglaufen will. Manchmal ist Weglaufen die beste Strategie, wenn du gegen genug Ausdauer hast, drücke zum Sprinten. Okay. Dann lauf auch. Mein Gott. Das ist das, okay. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie vom Regen in die Traufe komme. Wow. Seid ihr freundlich oder seid ihr feindlich? Na los, mach auf. Hey John, bist du das? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut. Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Manny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Okay, Copeland's Camp. Was ist mit unseren Gegnern? Die haben das gesehen und sind geflüchtet. Okay, das war jetzt nicht gerade... oh, Händlerbeute. Okay, schauen wir hier mal nach. Ja? Ja, was haben wir denn hier? Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow, wow. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Bau das ein, ich bin gleich wieder zurück. Dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Ja, wir sind doch gerade eben zum Händler gegangen. Ich wollte nicht auf Ärger aus. Redest du mit mir? Meinst du mich oder meinst du ihn? Die Leute hier kommen zurecht. Mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Okay. Scheint ein etwas größeres Camp zu sein. Zumindest als größer als unseres. War ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz. Die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte... Amerika. Das Land der Freiheit. So ist es. Und der Toten. Ha. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deke. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu.
Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deke. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deke. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Korb. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Ja, immer müssen wir die Drecksarbeit für die anderen machen. Wir können hier aber auch noch was einsammeln, sehe ich gerade. Da habe ich mich die ganze Zeit so ein bisschen geguckt. Ich schätze, jetzt nimmt uns niemand die Waffen ab, was? Okay. Herzlichen Glückwunsch, Cole. Ja, also nur ein Kind. Okay, anscheinend können wir hier doch nichts einsammeln, sondern einfach nur mit ihm sprechen, wenn wir irgendwas anklicken. Schade. Hätte ja klappen können. Hier ist auch nichts. Okay, hier denke ich mal, ist auch nichts. Nee. Na gut. Wo sind wir jetzt eben rumgegangen? Hier rum, ne? Das war doch ein bisschen viel, was wir hier gelaufen sind. Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Aber wie gesagt, ist schon ein großes Camp. Deswegen... Das können wir auch nicht ansehen. So. Hallo. Vielleicht funktioniert es bei dir ja besser. Beute abgeben. Freaker-Ohren können gesammelt und im Camp bei Beutehändlern abgegeben werden. Oh mein Gott, ich stelle mir das gerade vor. Kommt da so ein Typ an mit zwei Handvoll von den Ohren. Um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Freaker bieten unterschiedliche Belohnungen. Okay. Jersey. Stapel verkaufen. Schwärmerohr. Ich sag mal, alles verkaufen. Aber, naja, alles verkaufen. Ich weiß nicht, ob das deine Stapel ist oder ob ich dann generell alles verkaufe. Gut gemacht. Oh, du warst fleißig. Okay, also wir müssen ja anscheinend nicht, nicht einsammeln, sondern einfach nur nach hier bringen. Aber wir haben fast keine Munition mehr. Das ist so ein bisschen... So. Oh ja, da hinten sehen wir gerade schon, was passiert. Okay. Wir wollen trotzdem mit dem Händler sprechen, den wir eben angeklickt hatten. Camphändler. Camphändler verkaufen dir Waffen, Munition und Vorräte. Ah, wenn du genug Vertrauen und Punkte gesammelt hast. Auf höheren Vertrauensstufen schaltest du neue Objekte frei. Wenn du eine Waffe kaufst, wird sie automatisch deinen Waffenschrank hinzugefügt. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Das kommt drauf an. Wie viel Geld habe ich denn nun? 119. Und dann direkt für Gewehrmunition 95. Ich habe den Arsch offen oder was? Okay. Ja, ja, sind ja spottbillige Preise, ne? Steht leider nicht drin, wie viel ich dann bekomme. Ich weiß auch nicht, ob ich das Geld noch für irgendwas anderes brauche, deswegen lasse ich es jetzt erstmal hier. Was? Nicht genug Punkte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht genug Geld. Dick, warte. Du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar, ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Okay, er hatte wohl keine Lust mehr zu reden. Der ist einfach abgehauen. Okay, Drifter in den Bergen. 4000 Punkte, was auch immer das heißt. Wir haben wohl die Story
also die Mission, nicht die Story, abgeschlossen. Copeland's Camp. Wir haben Vertrauenspunkte bekommen. Ich bin gerade etwas überfordert, was wir alles sehen. Für die Fahrtrüsten. Ziel, Bowser und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe. Ja, super. Okay. Was auch immer, Manny. Die haben sich verpasst, ja. Sollen wir das jetzt mitnehmen? Können wir das jetzt mitnehmen? Okay. Also, wir können... War wohl doch nicht das, was ich wieder in meinem dreckigen Köpfchen gedacht habe. Okay, das sind nur die Verwundeten, die hier am Rumstöhnen sind. Da können wir noch hoch, aber ich glaube, da ist jetzt nichts. Bewegen wir es mehr? Nein, das ist nur noch so ein Aussichtspunkt. Okay. Ja, dann können wir mit dir eigentlich noch reden. Camp-Mechaniker. Bei Camp-Mechanikern kannst du dein Bike auftanken, reparieren, anpassen und Motorteile verbessern. Ne, mein Bike. Okay. Ja, wie du meinst, Manny. Genau, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Okay, Leistung. Stimme die Höchstgeschwindigkeit, die Entfernung, in der Gegner das Bike hören können. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wie viel Munitionsnachschub das Bike transportieren kann, bestimmt das maximale Tankvolumen des Bikes. Ja, was heißt Munitionsnachschub? Kann ich da denn was reintun von dem, was ich im Inventar habe oder wie? Maximale Tankvolumen. Der Rahmen ist die wichtigste Komponente für die maximale Lebensdauer. Oh je, eigentlich müsste ich alles machen. Ermöglicht dem Bike einen kurzen Geschwindigkeitsboost. Das ist aber schon drin, wenn ich das richtig sehe. Bestimmt die Traktion des Bikes. Ja, ich würde erstmal... Ja, Höchstgeschwindigkeit, ich weiß nicht. Das mit dem Auspuff, denke ich mal, ist nicht schlecht. Können wir uns natürlich nicht leisten. Okay, verstehe. Ja, ich denke mal, dass das mit den anderen Teilen dann genauso sein wird. 1200, wollt ihr mich denn verarschen? Okay, ich würde sagen, da gucken wir dann erstmal nicht mehr nach. Scheinwerferräder. Können wir mal gucken, wie das aussieht. Aber das war's dann auch. Ja. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Da ist jetzt gar keins dran, okay. Und Verkleidung. Okay. Ja, Lackierung. Schauen wir auch nochmal kurz nach. Aztekenlackierung, Standarddesign. Okay. Aufkleber. Oje. Oh Gott. Vertrauensstufe 1 ist erforderlich, ja. Oh mein Gott, das ist ja alles... Eieiei. Also, das würde ich ganz cool finden. Sowas ähnliches wollte ich damals mal auf mein Auto machen. Die anderen Sachen sieht man ja alle irgendwie gar nicht. So ein Adler fände ich... auch ganz cool und das finde ich ganz cool. Also den Rest finde ich echt scheiße. Da ist es schade, dass der Wolf irgendwie so abartig aussieht. Ansonsten Wölfe wären natürlich das Highlight gewesen. Das hätte ich drauf gemacht, aber naja. Ja, das sehe ich, dass du da bist. Das brauchst du mir nicht extra zu sagen. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, um die Länge nicht noch mehr zu überstrapazieren und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao.